Leute, ich muss mal eine Sache klären. Irgendwann wird so eine Tournee geplant, ne? Bei U2 ist es so, oder 48 Leute planen diese Tournee, um damit dann nachher 200 Leute diese Tournee zu Ende planen. Und ich habe den Backdrop geplant. Pass auf! Warte. Wir spielen nicht immer ein Leben wie im Kapitol. Wir haben in der Miracle Box Rede den Backdrop ausgepackt und der Backdrop wurde ausgepackt und ich dachte, Alter, was hast denn du da eingegeben für Zahn? Man sagt, glaube ich, Innenpf. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Die Musical Box Rede ist, es gab Clubs, die haben gespielt, die waren so groß wie die Bühne. Und Rudi hat immer wieder mit Martin den Backdrop aufgehängt und die Band guckt mich immer so an, sag mal, was hast denn du da für Zahn eingegeben, mein Backdrop? Alter, da passt doch genug so rein. Heute Abend ist alles richtig geil. Der Backdrop hängt 10 cm über dem Boden! 10 cm über dem Boden! Mal ganz klar, wenn ihr irgendwann einen Backdrop haben wollt, ruft nicht mich an. Keine Ahnung, was wir mit dem Ding machen auf den Festivals, werden wir nochmal benutzen. Wir spielen auch noch in Bonn in der Harmonie, da können wir, glaube ich, den ganzen Laden mitzunehmen. Machen wir ein schönes Bett in. Und jetzt ist es nicht mehr lange hin, dann endet der ganze Wahnsinn hier. Morgen geht's nach Hause. Aber vorher steht hier noch links hier mir jemand. Volker Regina Max! Und jetzt kommt unser Heimfahrhymne in unseren Klappring R4 mit Dachgepäckträger. Das ist nicht Quatsch, wir fahren Ente. Vollkommen klar. Und die geht ungefähr so. Thank you.